vor allem im Bereich Energiewende, Kohle und, warum sie heute hauptsächlich da ist, Fracking. So, ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen und guten Abend. Danke. Bevor ich mit dem Vortrag loslege, möchte ich noch ein paar... Ist zu leise? Geht das so besser? Hören Sie mich gut? Gut. Genau, bevor ich zum Vortrag selbst komme, möchte ich noch ein paar Worte zum Umweltinstitut München sagen, für diejenigen, die es noch nicht kennen. Wir sind eine Umweltschutzorganisation, die 1986, kurz nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, gegründet wurde, also vor fast 30 Jahren. Und damit ist sie, wie ich gerade erfahren habe, ungefähr genauso alt wie die Ringvorlesung Umwelt auch. Damals haben sich engagierte Bürgerinnen und Bürger und Wissenschaftlerinnen zusammengetan, um unabhängige Radioaktivitätsmessungen durchzuführen und eben auch die Öffentlichkeit aufzuklären über die Gefahren der Atomkraft, da damals die bayerische Staatsregierung, auch die Bundesregierung, relativ intransparent eben mit dem Unfall in Tschernobyl und mit den Risiken der Atomkraft umgegangen sind. Und in den folgenden Jahren sind dann weitere Themen dazugekommen, insbesondere aus den Bereichen Energie und Landwirtschaft. Und zu diesen Themenbereichen machen wir jetzt eben vor allem politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, dann komme ich zum Vortrag selbst. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Einleitung. Was ist Fracking überhaupt? Und dann auf die Risiken von Fracking eingehen. Zum ersten Mal im Kontext des Klimawandels. Dann auch die direkten Umweltrisiken, die entstehen bei der Förderung von Erdöl und Erdgas mit Fracking. Und dann auch noch kurz eingehen auf die Gesundheitsgefahren, die in der öffentlichen Debatte bisher noch nicht so stark vertreten waren. Ich möchte dann noch was dazu sagen, wie sieht das mit Fracking in Deutschland aus, was passiert da überhaupt schon und wie ist der aktuelle Stand im Gesetzgebungsprozess, und auch noch ein paar Sätze zu Europa und am Ende dann noch die Frage aufwerfen, was können wir in diesem Kontext tun. Genau, was ist Fracking überhaupt? Es ist eine Technik zur Förderung von unkonventionellen Öl- und Gasvorkommen. Unkonventionelle Vorkommen nennt man die, die ganz dicht in Gestein eingeschlossen sind, sich also noch in dem Muttergestein, in dem sie entstanden sind, befinden oder aber in andere Gesteinsformationen, zum Beispiel in Sandstein, migriert sind, wo sie aber auch sehr fest eingeschlossen sind, sodass sie mit den konventionellen Fördermethoden nicht ausgebeutet werden können. Und Fracking ist die Abkürzung von Hydraulic Fracturing, was die englische Bezeichnung ist für das Aufbrechen von Gestein mittels der Einpressung von Flüssigkeiten. Und es wird dabei ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien unter hohem Druck in die Erde gepresst. Dabei ist der Großteil, also etwa 99% Wasser, und eben der sehr viel kleinere Anteil ist dann die Mischung aus Sand und Chemikalien. Das wird eben eingepresst, zunächst in eine vertikale Bohrung, die dann aber horizontal abgelenkt wird. Und durch die Einpressung entstehen Risse, die dann eben durch die Stützmittel, eben den Sand, offen gehalten werden. Und durch diese feinen Risse können dann eben das Erdöl oder das Erdgas an die Oberfläche entweichen. Genau, ich gebe auch noch einen kurzen Überblick über die Geschichte des Fracking-Booms. Momentan hört man ja sehr viel von Fracking in den USA, und es wird sehr viel darüber geredet, dass es eben ein Boom ist, der die USA auch unabhängig gemacht hat von Energieimporten. Und ja, daraus leiten sich jetzt eben auch Forderungen ab, dass Fracking auch in Deutschland vermehrt stattfinden sollte. In den USA begann das schon vor langer Zeit, in den 1940er Jahren, als Halliburton die Technik des Hydraulic Fracturing patentieren ließ. Allerdings der große Durchbruch dieser Technik kam dann eigentlich erst vor 10 Jahren, als der damalige US-Vizepräsident Dick Cheney das sogenannte Halliburton Loophole
schuf, also das Halliburton-Schlupfloch, in dem er Fracking von den Regulierungen des Safe Drinking Water Act ausnahm, also sozusagen eine laxere Umweltregulierung für Fracking möglich machte. Dazu kam, dass in den USA eben eine riesige unbesiedelte Flächen vorhanden sind. Hinzu kam auch die technische Weiterentwicklung, denn die Fracking-Technik ist eben in den letzten Jahren, hat wahnsinnige Kostensenkungen erfahren, also schon fast vergleichbar mit der Photovoltaiktechnik in Deutschland, die ja auch eine sehr steile Lernkurve jetzt hatte. Dadurch wurde Fracking eben zunehmend rentabel und in den ersten Jahren halfen da auch die steigenden Öl- und Gaspreise und letztlich auch die Entwicklungen in der Finanzbranche, denn nach der Finanzkrise war die Situation ja so, dass man also mit festverzinslichen, sicheren Anlagen kein Geld mehr verdienen konnte, sodass das Interesse der Finanzindustrie an riskanten Anlagen eben gestiegen ist und die Finanzindustrie sehr viel auch durch Kredite die Fracking-Industrie gefördert hat. Und alle diese Faktoren trugen eben dazu bei, dass in den letzten 10 Jahren dieser Boom entstanden ist, während es also 2005 noch 3% Anteil an der Erdgasförderung mit Fracking gefördert wurden, waren es 2013 schon fast die Hälfte. Das bezieht sich jetzt alles auf die USA, sozusagen die Wiege dieses Fracking-Booms. Genau, und jetzt in Deutschland wird das Thema ja momentan auch diskutiert. Es gibt da Interessen, Fracking zunehmend auch hier einzuführen. Und die Argumente, die da hauptsächlich genannt werden, ist eben eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten, gerade jetzt auch mit der schwierigen Situation mit Russland. Das wird immer als ein Argument angeführt, aber auch, dass die Energiepreise dadurch günstiger werden könnten. De facto ist es aber so, dass selbst das Umweltministerium selbst, das einen Gesetzesentwurf inzwischen vorgelegt hat, den auch nicht damit begründet, sondern ganz klar sagt, Fracking wird für die Versorgungssicherheit in Deutschland eine sehr untergeordnete Rolle spielen, weil die Vorkommen in Deutschland eigentlich im Vergleich zu den USA verschwindend gering sind. Und auch auf die Energiepreise wird das keinen entscheidenden Einfluss haben. Stattdessen ist aber zu befürchten, dass es dazu beiträgt, dass das fossile Energiesystem, von dem wir uns im Zuge des Klimaschutzes eigentlich mehr und mehr verabschieden müssen, zementiert wird, weil einfach investiert wird in teure Infrastruktur etc. und da eben auch Gelder reingesteckt werden, die dann an anderer Stelle, also für den Ausbau von erneuerbaren Energien oder für die Weiterentwicklung von Technologien für die Energiewende dann eben nicht zur Verfügung stehen, sodass letztlich Energiewende und Klimaschutz dadurch ausgebremst würden. Und ja, man kann es auch bezeichnen als ein letztes Aufbäumen der Ölindustrie, die jetzt eben ein großes Interesse hat, da die konventionellen Öl- und Gasvorkommen zur Neige gehen, jetzt eben ihre Tätigkeiten auf diese unkonventionellen Vorkommen auszuweiten. Ich habe jetzt auch noch eine Klärung von Begrifflichkeiten vorangestellt, die vor allem dann später interessant ist, wenn es um den Gesetzgebungsprozess in Deutschland geht. Denn in diesem Gesetzesentwurf wird unterschieden zwischen konventionellem und unkonventionellem Fracking. Und diese beiden Begriffe wurden jetzt von der Bundesregierung ja in die Debatte eingeführt und haben sich auch in den Medien sehr stark etabliert. Und das wollte ich nur noch mal kommentieren, dass es eben kein konventionelles und unkonventionelles Fracking gibt. Also in der wissenschaftlichen Definition gibt es diese Begriffe nicht. Man unterscheidet stattdessen zwischen konventionellen und unkonventionellen Erdöl- und Erdgaslagerstätten. Und die unkonventionellen Vorkommen sind eben gerade die, die mit den konventionellen Fördertechniken nicht ausgebeutet werden können, die also so aufwendige Techniken wie Fracking notwendig machen. Während eben die Bundesregierung das sogenannte Tightgas-Fracking, also Fracking im Sandstein, als konventionelles Fracking bezeichnet und damit auch irgendwie in der öffentlichen Debatte suggeriert, dass diese Art von Fracking sozusagen gutes Fracking wäre, wohingegen das andere gefährliches Fracking ist, was aber so keineswegs zutrifft, denn die Gefahren und Risiken, die ich jetzt auch gleich schildern werde, die treffen eben auch auf Fracking im Sandstein zu.
Und auch in den USA und generell international wird eben da nicht so unterschieden, sondern nur zwischen den Lagerstätten. Genau, dann komme ich zum ersten Thema, zum Thema Fracking und Klimawandel. Dazu kann man sagen, genau, unter dem Titel Peak Oil, 1:0 für Big Oil. Es ist so, in den letzten Jahren war eben viel die Rede von Peak Oil, also der Befürchtung, dass die Erdöl- und Erdgasförderung jetzt in diesen Jahren ihr Maximum erreicht und man sich sozusagen aus Gründen der Knappheit dieser Ressourcen dann Gedanken machen muss über alternative Formen der Energiegewinnung. Stattdessen hat sich jetzt aber gezeigt, dadurch, dass die unkonventionellen Techniken doch so rapide Preissenkungen erfahren haben, ist die unkonventionelle Förderung stark im Kommen, eben zum Beispiel im Rahmen des Schiefergasbooms in den USA, auch der Teersandboom in Kanada spielt da eine Rolle. Und das heißt, momentan haben wir eigentlich eine Situation, in der Öl und Gas reichlich vorhanden sind und auch die Preise für diese Ressourcen niedrig sind. Und stattdessen haben wir jetzt eigentlich eher das Problem des Carbon Peak, also sozusagen, dass wir eine Spitze erreichen werden in dem Kohlendioxidbudget, was uns zur Verfügung steht. Denn es ist ja festgelegt, wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen oder sogar das ambitioniertere 1,5-Grad-Ziel in der internationalen Klimapolitik, dann haben wir ein bestimmtes CO2-Budget, das wir nicht überschreiten können. Und die Verbrennung aller fossilen Ressourcen ist in diesem Szenario also überhaupt nicht möglich, sondern die wäre tatsächlich verbunden mit einer Klimakatastrophe. Also gerade vor kurzem kam eine Studie zum Beispiel heraus vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die gezeigt hat, wenn also alle fossilen Ressourcen wirklich abgebaut und verbrannt werden würden, dann würde das mit einem Meeresspiegelanstieg von 50 Metern einhergehen. Natürlich nicht auf einen Schlag, sondern über einen langen Zeitraum, aber trotzdem wird damit klar, dass damit der Planet sich über zehntausende Jahre ganz grundlegend verändern würde. Und dass das auch bisher schon passiert, das wird oft mit dem Wort Anthropozän in Verbindung gebracht. Anthropos ist ja der Mensch auf Griechisch und dieses Zeitalter setzt ein mit dem Beginn der Industrialisierung, einfach weil seitdem der Mensch so starke Auswirkungen auf seine Umwelt hat, dass die eben auch noch in zehntausenden Jahren geologisch nachvollziehbar sein werden. Und wer vielleicht den Klimaherbst besucht hat, der jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist, da war bei der Auftaktveranstaltung Herr Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der da gezeigt hat, dass auch neuere Studien ergeben haben, dass die Erderwärmung, die wir bisher schon erreicht haben, seit Beginn der Industrialisierung, schon dazu führen wird, dass die nächste Eiszeit, die in etwa 60.000 Jahren normalerweise stattgefunden hätte, ausfällt. Genau, da sieht man einfach, welch wahnsinnige Auswirkungen der Mensch und die durch ihn erzeugte Erwärmung auf unsere Umwelt hat. Und die Klimawissenschaft ist sich seit Jahren ganz sicher, dass also ein Großteil der bekannten fossilen Energiereserven in der Erde bleiben muss, um solche katastrophalen Auswirkungen zu verhindern und um eben die Klimaziele zu erreichen. Und genau, eine sehr bekannte Studie, die oft zitiert wird, sagt eben, mindestens 2/3 der bekannten Reserven müssen in der Erde bleiben. Und dabei muss man sich vor Augen führen, dass zum Beispiel die europäischen Schiefergasreserven da noch gar nicht mit eingerechnet sind, weil die eben noch nicht als Reserven kategorisiert sind. Denn man unterscheidet ja zwischen Reserven und Ressourcen, also Ressourcen quasi als die insgesamt vorhandenen Rohstoffvorkommen und die Reserven eben diejenigen, die zum aktuellen Zeitpunkt wirtschaftlich förderbar sind. Das heißt, eigentlich sind eben noch sehr viel mehr fossile Ressourcen vorhanden, die unter diesen Szenarien eben auch nicht ausgebeutet werden dürfen. Und genau, das ist eine Grafik aus dieser Studie, die eben zu dem Schluss kommt, dass 80% der Kohlereserven, 50% der Gasreserven und 30% der Ölreserven in der Erde bleiben müssen. Und die unterscheiden hier noch zwei Szenarien, einmal mit CCS und einmal ohne CCS, also Carbon Capture and Storage, was auch öfter mal als
Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels in der Diskussion auch auf internationalen Klimakonferenzen ist. Weiß ich nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Dabei handelt es sich um die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO2, damit das dann eben nicht in die Atmosphäre entlassen wird. Man sieht aber an der Grafik auch, dass diese Technik, die ja zu Recht sehr umstritten ist, gar nicht einen großen Unterschied macht, was die Reserven angeht, die nicht verbrannt werden dürfen. Und da die europäischen Schiefergasreserven da eben noch gar nicht mit eingerechnet werden, bedeutet das auch, dass sollten diese Reserven ausgebeutet werden, dann müssen andere Reserven an anderer Stelle eben unverbraucht bleiben. Jetzt ist ja häufig auch in der öffentlichen Debatte Erdgas im Gespräch als Brückentechnologie für die Energiewende und eigentlich als sauberster der fossilen Energieträger und wird eben auch gerne angeführt, dass Erdgas ja die Kohle, den Klimakiller Nummer 1, wie wir es gerade schon vom Kollegen gehört haben, ersetzen kann und dass das dann sozusagen im Sinne des Klimaschutzes eigentlich positiv wäre. Und ja, dazu kann man sagen, das ist auf der Output-Seite durchaus richtig, denn die Gasverstromung ist etwa halb so klimaschädlich wie die Kohleverstromung. Dennoch kann man nicht sagen, dass jetzt das Vorantreiben der Verbrennung von Gas ein Klimaretter ist, denn es wird bei diesen Berechnungen eben die Inputseite nicht berechnet. Und wenn man dann einbezieht, dass das Gas mit so energieintensiven Methoden wie Fracking gewonnen wird, dann sieht eben die Gesamt-CO2-Bilanz schon wesentlich schlechter aus. Das liegt zum einen daran, dass die Leckageraten bei Fracking höher sind als zunächst angenommen. Das heißt also, wenn Fracking, Erdgas mit Fracking gefördert wird, dann entweicht Methan. Und inzwischen haben US-Studien eben herausgefunden, dass das 1-12% der gesamten Fördermenge eben in die Atmosphäre entweichen. Aber schon ab 3,8% Leckage ist Gas klimaschädlicher als Kohle. Und das liegt daran, dass Methan ein wesentlich klimaschädlicheres Gas ist als CO2. Und auch hier wurden die Berechnungen im Laufe der Zeit immer weiter nach oben korrigiert. Und im letzten IPCC-Bericht steht eben, dass Methan über einen Zeitraum von 20 Jahren 87 Mal mehr Hitze speichert als CO2 und über einen Zeitraum von 100 Jahren immer noch 36 Mal mehr. Und diese Effekte führen eben dazu, dass der im Vergleich zur Kohle positive Effekt von Erdgas dann eben ausgehebelt wird. Und nicht zu unterschätzen ist natürlich auch, wenn man jetzt das Angebot an fossilen Ressourcen generell ausweitet, dann wird das natürlich auch einen zusätzlichen Effekt haben, weil das Gas dann eben nicht einfach nur 1:1 die Kohle ersetzt, sondern eben auch weiter zusätzliche fossile Energien auf den Markt kommen. Dann komme ich zu den... Sie haben eine Frage. Nee, einfach was den CO2-Ausstoß betrifft, ist der... Genau, aber... Das ist ein Kohlenwasserstoff. Das heißt, es entsteht CO2 aus dem Kohlenstoff und H2O aus dem Wasserstoff. Nur das CO2 ist klimaschädlich, das Wasser nicht. Kohle besteht nur aus Kohlenstoff. Das heißt, das Verbrennungsprodukt ist ausschließlich CO2. Danke. Genau, dann zu den direkten Umweltrisiken. Fracking ist mit einem immensen Flächenverbrauch verbunden. Man sieht das hier auf dem Bild einer Luftaufnahme aus den USA. Dadurch, dass die Förderrate bei Fracking wesentlich schneller sinkt als bei der konventionellen Förderung, müssen eben ständig immer neue Bohrungen abgeteuft werden. Und das führt dann dazu, dass es so eine richtige Fragmentierung der Fläche gibt. Und ja, Fracking dadurch eben auch sehr stark in Konkurrenz mit anderen Formen der Landnutzung steht, also etwa mit der Landwirtschaft oder mit der Nutzung dieser Flächen zur Erholung oder für den Tourismus. Und natürlich hat es auch einen starken Effekt auf die Biodiversität, weil so eben Ökosysteme sich radikal verändern, Wanderwege von Tieren
unterbrochen werden, etc. Fracking hat auch noch ein weiteres Risiko, nämlich kann es Erdbeben verursachen. Das ist auch in der konventionellen Erdgasförderung durchaus der Fall. Aber ja, gerade in den USA hat jetzt eben dieser Fracking-Boom zu einem sehr starken Anstieg der Erdbeben geführt, weil es einfach so viele Bohrungen gibt. Das heißt, während also in den 35 Jahren zwischen 1973 und 2008 855 Erdbeben mit einer Stärke auf der Richterskala von 3 oder mehr gemessen wurden, waren es in den nur 6 Jahren zwischen 2009 und 2015 1855. Das heißt also 12-mal so viele wie in dem Zeitraum davor. Und die Ursache für diese Erdbeben ist meist nicht der Fracking-Vorgang selbst, sondern die Verpressung des Lagerstättenwassers. Und zwar gibt es eben Lagerstättenwasser, was unterirdisch sich befindet und mit dem Fracking, also im Zuge des Fracking-Prozesses an die Oberfläche gelangt. Das ist aber sehr stark angereichert mit zahlreichen schädlichen Substanzen, zum Beispiel Quecksilber, Benzol, Arsen oder auch radioaktiven Stoffen. Und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine wirklich zufriedenstellende Methode für die Entsorgung. Und deswegen ist der Stand der Technik, dass dieses Lagerstättenwasser zurück in den Untergrund gepresst wird. Und das führt dann eben dazu, dass in ja, seismisch aktiven Gegenden dann eben Erdbeben ausgelöst werden können. Ja, ein Thema, was eigentlich auch so im Zusammenhang mit Fracking fast das meist diskutierte ist und auch die größte Sorge vieler Bürgerinnen und Bürger in Gegenden, wo Fracking eben stattfindet oder stattfinden soll, ist die Grund- und Trinkwasserverunreinigung. Denn bei jedem Fracking-Vorhaben werden also Zehntausende Liter Chemikalien in die Erde gepumpt. Und das, obwohl der Anteil der Chemikalien, wie ich am Anfang gesagt habe, ja relativ gering ist, also etwa nur 0,2% am gesamten Gemisch. Aber weil das eben so riesige Mengen sind, also zwischen 10 und 30 Millionen Liter Wasser können das sein, dann ist eben auch die absolute Menge an Chemikalien sehr groß. Und dazu kommt, dass eben nicht nur schädliche Substanzen in die Erde gepresst werden, sondern dass eben mit dem Lagerstättenwasser, wie gerade gesagt, eben auch giftige Substanzen wieder an die Oberfläche kommen. Darunter befinden sich krebserregende Stoffe, wie eben zum Beispiel Benzol, Erbgut- und hormonverändernde Substanzen, auch Nervengifte, Quecksilber und Allergene. Und Fracking ohne schädliche Chemikalien, das existiert bisher nur auf dem Papier. Also ExxonMobil zum Beispiel hat im letzten Jahr da eine Werbeoffensive zu dem Thema gestartet und auch in großen Tageszeitungen eine Art offenen Brief an die Bürgerinnen und Bürger verfasst, wo sie eben gesagt haben, ja, wir machen jetzt Fracking ganz ohne giftige Substanzen. Allerdings ist dieses Verfahren eben bisher noch nicht im Feld getestet worden und es ist also fraglich, ob das tatsächlich möglich sein wird, Schiefergas-Fracking damit zu betreiben. Und da oben gab es noch eine Frage. Also das ist zum Beispiel eben Benzol, Xolol, Ethan, Propan, also verschiedenste. In Deutschland sind ungefähr 138 Chemikalien bekannt, die eingesetzt werden. Ich habe die jetzt nicht alle auswendig im Kopf und das ist auch bei jedem Fracking-Vorhaben anders sozusagen, welche Chemikalien da eingesetzt werden. Ja. Angewendet worden sind an Chemikalien. Ich habe die mal ausgedruckt. Das waren jeweils drei
Fall, also ich glaube, das kann auch so schnell niemand beurteilen, was dieser Mix anrichtet. Mhm. Ja. Ja, das ist richtig. Also das ist auch eine große Unbekannte, ist sozusagen, inwiefern die Chemikalien, die von den Unternehmen in die Erde gepresst werden, mit den Substanzen, die eben unterirdisch im Lagerstättenwasser vorhanden sind, reagieren und was daraus eben entstehen könnte. Also das heißt, die Langzeitwirkungen sind eben überhaupt nicht abzuschätzen. Und deswegen auch ja, die Aussagen der Industrie über die Ungefährlichkeit im Grunde genommen sehr schwierig, weil einfach noch gar nicht genügend erforscht ist, welche Auswirkungen es da geben kann. Ja, warum müssen wir überhaupt Chemikalien? Ich erkläre ganz kurz, bitte schön, ich biete es hier. Wir haben nach dem Vortrag eine Diskussionsrunde, wo Sie gerne Ihre Fragen stellen dürfen und solche Beiträge bringen. Aber das ist eine ganz wichtige Verständnisfrage, warum überhaupt Chemikalien einsetzen. Ja, also die dienen teilweise dazu, um diesen Fluss der Stützmittel aufrechtzuerhalten, dass sich der Sand, also der ja als Stützmittel für die Risse dient, gleichmäßig verteilen kann und nicht absinkt. Dann dienen die auch teilweise dazu, um Mikroorganismen abzutöten, die da eventuell eben auch so den Fluss der Stützmittel stören können. Also die haben verschiedene Funktionen einfach, um diese Wirkung des Fracking-Gemischs, diese Risse zu erzeugen und eben auch aufrechtzuerhalten. Ja, unter anderem, genau. Genau, dann noch die Frage, also wie kann sich diese Grund- und Trinkwasser Verunreinigung vollziehen. Da gibt es eben verschiedene Wege. Das eine ist schon an der Oberfläche, kann es eben einfach durch Schlammeintrag bei Regen oder durch Unfälle dazu kommen, dass eben verschmutztes Wasser dann ins Grundwasser gerät. Oder wie in den USA teilweise auch geschehen, dass direkt eben die verschmutzten Gewässer in umliegende Flüsse eingeleitet wurden. Es kann auch durch Fehler beim Bohrloch oder beim Leitungsdesign geschehen. Also da gibt es auch schon Fälle in Niedersachsen, die dokumentiert sind, dass einfach ungeeignete Leitungen zum Transport von Lagerstättenwasser eingesetzt wurden, woraufhin dann Benzol und Quecksilber einfach durch die Leitungen in die Umgebung diffundiert sind. Es kann natürlich immer auch durch nicht professionellen Umgang oder veraltete Anlagen geschehen. Und auf geologischem Weg, indem sich eben künstlich erzeugte mit natürlich vorhandenen Rissen verbinden und so die Flüssigkeiten eben aus der Tiefe weiter nach oben steigen und eben in grundwasserführende Schichten gelangen. Ein weiteres großes Problem ist auch der immense Wasserverbrauch. Das werden also etwa 15 Millionen Liter Wasser pro Fracking-Vorhaben in die Erde gepresst und dieses Wasser wird dem Wasserkreislauf dann eben auch entzogen. Ein Teil verbleibt, also etwa die Hälfte verbleibt dann auch im Untergrund und der Rest ist eben ja so mit giftigen Substanzen angereichert, dass eine Reinigung in Kläranlagen nicht möglich ist und eben dann eben die unterirdische Entsorgung, also die Verpressung vorgenommen wird, die eben auch wieder neue Gefahren birgt, wie zum Beispiel, was gerade schon angesprochen wurde, dass man einfach nicht weiß, wie werden diese Substanzen im Untergrund aufeinander reagieren und welche Langzeitfolgen können sich daraus ergeben. Und ein Problem, das jetzt für Deutschland weniger relevant ist, aber sicher für die USA und auch einige andere Länder, in denen Fracking durchgeführt wird oder geplant ist, ist, dass eben oft die Regionen, in denen die Schiefergasvorkommen sich befinden, sich überschneiden mit Regionen, die schon unter Wassermangel leiden. Und dann wird eben auch der Druck auf die Wasserressourcen nochmal verstärkt. Also in den USA zum Beispiel in Kalifornien, wo ja bekanntermaßen diese Probleme mit der Dürre beherrschen. Und wenn dann eben zusätzlich noch sehr viel Wasser für Fracking entnommen wird, dann führt das eben zu massiven Problemen und auch wieder zu Nutzungskonkurrenzen mit Landwirtschaft und Haushalten.
Ja, und eine direkte Folge, insbesondere der Wasserverschmutzung, aber auch der Luftverschmutzung, die ich jetzt noch gar nicht explizit genannt habe, können dann eben auch Krankheiten sein. Also eine Forscherin der Northern Colorado University hat zum Beispiel, ist hier zitiert, die haben eben Blätter von Bäumen untersucht im Umkreis von Fracking-Bohrplätzen und fanden also Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol fast überall im Umkreis von 100 Metern. Sehr hohe Konzentrationen eben von Benzol. Dieser Stoff hat sie besonders beunruhigt, weil er krebserregend ist. Und ja, sie haben dann auch im Mundraum von Rindern, die in der Gegend gegrast haben, eben auch Ablagerungen von Benzol gefunden, beziehungsweise war der eben auch geschädigt, einfach durch das Einatmen des Benzols. Und diese Luftverschmutzung kann dann eben zu Krankheiten bei Mensch und Tier führen. Es ist jetzt gerade so eigentlich im Kommen, die Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Was wir dazu wissen, kommt vor allem aus den USA. Dort wurde eben ein vermehrtes Auftreten von Atemwegserkrankungen festgestellt. Und vor kurzem kam noch eine Studie raus, die eben zu dem Schluss kam, dass die endokrinen Disruptoren, also die hormonell wirkenden Chemikalien, die beim Fracking eingesetzt werden, für verminderte Spermienproduktion sorgen. Und es gab auch eine Studie, zum Beispiel über mehrere Jahre, mit etwa 10.000 Personen, also schwangeren Frauen, die festgestellt haben, dass das Risiko für Frühgeburten bei Schwangeren, die im Umkreis von Fracking-Bohrplätzen leben, um 40% erhöht ist. Und genau, die Forschung ist eben noch sehr jung, also über die Hälfte der verfügbaren Studien dazu ist seit Januar letzten Jahres erschienen und die Mehrheit der Studien zum Thema Wasserqualität, Luftverschmutzung und direkt eben zu den Gesundheitsauswirkungen fanden potenzielle oder tatsächliche negative Auswirkungen. Und es wäre auf jeden Fall dringend notwendig, auch noch weitere Langzeitstudien und vor allem auch Baseline-Studien, also einfach zum Vergleich der Situation vor den Fracking-Vorhaben, während und nach den Fracking-Vorhaben durchzuführen. Allerdings haben sich auch in den USA die Regierungsbehörden da noch nicht sehr proaktiv drauf gestürzt. Und auch die Industrie kooperiert nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre und ist eben sehr an der Geheimhaltung dieser Informationen interessiert. Das heißt, da ist also noch viel zu tun, um da zu den Auswirkungen Gewissheit zu erlangen. Aber es ist jetzt eben schon klar, dass es Auswirkungen gibt. Und das spricht eben auch einfach dafür, dass man im Sinne des Vorsorgeprinzips auch in Deutschland eben Fracking dringend verbieten müsste. In Deutschland selbst ist die Datenlage also wesentlich geringer, weil ja auch bisher, also die Fracking-Vorhaben, die es in Deutschland gab, von der Zahl her nicht vergleichbar sind mit dem, was in den USA passiert sind. Trotzdem ist in den Regionen in Niedersachsen, wo sehr viel Erdgasförderung betrieben wird, sind eben jetzt auch schon Auffälligkeiten festgestellt worden. Zum Beispiel in Botel und Söhlingen hat man festgestellt, dass die Krebsrate fast doppelt so hoch ist wie im nationalen Durchschnitt. Dort gab es also zwischen 2003 und 2012 41 statt den durchschnittlichen 21 Krebsfällen in Bezug auf die Einwohnerzahl. Und auch in Rothenburg an der Wümme, was auch sehr stark von Erdgasproduktion und eben auch Fracking betroffen ist, hat man festgestellt, dass Leukämie und das und Hodgkin-Lymphome bei Männern um 30% erhöht sind. Und da sind jetzt weitere Untersuchungen im Gange, denn also bisher kann man das jetzt sozusagen noch nicht eindeutig zuordnen. Es besteht aber der Verdacht, dass eben die Erdgasförderung im Allgemeinen und Fracking im Besonderen darauf einen Einfluss haben. Und man hat parallel eben Grundwasserproben dort durchgeführt und hat festgestellt, dass die Benzolkonzentration den Grenzwert der Trinkwasserverordnung um das Sechsfache übersteigt. Ja, dann möchte ich noch einen Überblick geben
Wie sieht es mit Fracking in Deutschland aus? Da habe ich als erstes mal zwei Karten, die illustrieren, wo ist Fracking in Deutschland überhaupt möglich. Rechts ist die Potenzialkarte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und links eine Karte, die ein bisschen einfacher schematisch das darstellt. Die größten Vorkommen von Teichgas, Kohleflözgas und Schiefergas gibt es also in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Teichöl in Schleswig-Holstein. Es gibt auch Vorkommen in Mitteldeutschland, also Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und im Südwesten, also Baden-Württemberg und auch in Bayern, gibt es zum Beispiel im Weidner Becken Vorkommen. Und bisher wurde Fracking in Deutschland etwa 300 Mal durchgeführt, fast ausschließlich im Sandstein. Vor allem eben in Niedersachsen, wo generell auch der Großteil der Erdgasförderung in Deutschland stattfindet, also 95% der deutschen Erdgasförderung finden dort statt. Aber eben auch in Nordrhein-Westfalen gibt es große Potenziale und Unternehmen haben sich eben auch schon mit Aufsuchungsgenehmigungen dort große Teile des Landesgebiets gesichert. Die gesetzliche Situation ist so, dass Fracking bisher weitgehend ungeregelt ist. Also es gibt bisher noch gar kein gesondertes Fracking-Gesetz. Und im Zuge dessen, dass aber sozusagen der Fracking-Boom in den USA auch hier für Diskussionen gesorgt hat und auch von der Erdgasindustrie Interesse angemeldet wurde, ja, ihre Fracking-Aktivitäten auszuweiten, wurde dann eben auch der Ruf nach gesetzlicher Regelung laut. Und eben Dezember letzten Jahres wurden Referentenentwürfe aus dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium vorgelegt. Im April wurde dann ein Gesetzesentwurf vom Bundeskabinett beschlossen, über den dann eigentlich im Juli im Bundestag abgestimmt werden sollte. Und diese Abstimmung wurde aber sehr kurzfristig abgesagt, denn auch innerhalb der Regierungsparteien, die also eigentlich den Gesetzesentwurf vorantreiben, gab es sehr starken Widerstand. Also allein in der Union gab es dann 100 Bundestagsabgeordnete, die auch noch sehr große Kritik an dem Gesetzesentwurf geäußert haben. Und aufgrund dieser Uneinigkeit auch zwischen den Parteien wurde die Abstimmung dann eben verschoben, sollte dann eigentlich nach der Sommerpause wieder auf die Tagesordnung kommen, aber auch das ist nicht passiert. Also die Diskussion geht da weiter. Und das ist sicherlich auch ein Erfolg des großen Widerstands aus der Bevölkerung, dass das eben nicht einfach so durchgesetzt werden konnte. Und jetzt gehen wir momentan davon aus, dass es voraussichtlich 2016 die Abstimmung im Bundestag geben wird. Und ja, die Einschätzungen, die gehen da sehr auseinander. Also während die Bundesregierung von der strengsten Regelung, die es bisher gab, spricht, was allerdings auch nicht so schwierig ist, denn eben bisher gibt es ja keine explizite Regulierung, sprechen Gegnerinnen eher vom Fracking-Ermöglichungsgesetz. Ermöglichungsgesetz jetzt nicht im Sinne dessen, dass es sozusagen bisher noch nicht erlaubt wird, sondern eher in Bezug darauf, dass momentan seit 4 Jahren ein de facto Moratorium in Deutschland besteht. Also seit 4 Jahren ist in Deutschland überhaupt nicht mehr gefrackt worden. Und es gibt eben, also einige Bundesländer haben quasi Moratorien ausgerufen, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen, weil das nicht Landessache ist, sondern Bundessache. Aber dennoch haben sie sich sozusagen für ein Moratorium auf ihrem Landesgebiet ausgesprochen und die Landesbehörden haben keine Genehmigungen für Fracking erteilt. Und auch die Industrie hat jetzt sowas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung sich auferlegt, weil die im Endeffekt auch darauf warten, dass sie jetzt durch ein beschlossenes Gesetz dann eben auch mit Rechtssicherheit sicher agieren können und mit den großen Investitionen, die dafür nötig sind, keine Risiken eingehen. Und der Gesetzesentwurf, der jetzt beschlossen wurde, vom Kabinett sieht vor, dass Fracking in Sandstein weiterhin erlaubt bleiben soll.
nur sozusagen Kohleflöz und Schiefergasfracking soll vorübergehend verboten werden. Und das heißt, es ist kein generelles Verbot vorgesehen, obwohl das durchaus verfassungsrechtlich möglich wäre. Im ersten Entwurf oder in dem bisher beschlossenen Entwurf ist es auch so, dass Kohleflöz und Schiefergasfracking unterhalb von 3000 Metern erlaubt werden soll, was aber ja nicht daran liegt, dass es da keine Vorkommen gibt, sondern ganz im Gegenteil, da liegt eigentlich ein Großteil der Vorkommen. Allerdings war jetzt zuletzt in den Diskussionen im parlamentarischen Prozess, gab es schon eine Entwicklung dahin, diese 3000-Meter-Grenze zu streichen, weil es eben auch keine wissenschaftlich fundierte Begründung dafür gibt, das da zu erlauben und das oberhalb zu verbieten. Bis Ende 2018 sollen Probebohrungen möglich sein, die wissenschaftlich begleitet werden würden, aber trotzdem von der Industrie bezahlt würden. Und im Anschluss daran würde dann das kommerzielle Schiefergasfracking eingeleitet werden durch eine unabhängige Expertenkommission. Die wurde auf Wunsch von CDU-CSU in den Gesetzesentwurf aufgenommen. Die sollte dann sozusagen nach Abschluss der Probebohrungsphase ja ein Urteil abgeben darüber, ob Fracking in gewissen Gesteinsformationen unbedenklich ist. Und das ist insbesondere ein sehr umstrittener Punkt. Auch die SPD wehrt sich momentan noch dagegen, ja, weil die Befürchtung eben sehr groß ist, dass wenn erstmal ein Expertengremium gesagt hat, Fracking ist in diesen Formationen grundsätzlich unbedenklich, dass es dann für die Landesbehörden sehr schwierig sein wird, das dann trotzdem zu verbieten, obwohl sie diese Option noch hätten. Und der Gesetzesentwurf legt auch Ausschlussgebiete fest, die insbesondere dem Wasserschutz dienen. Also es dürfte eben nicht gefrackt werden in Wasserschutzgebieten, in Heilquellengebieten und in ja, verschiedenen Gebieten, die eben auch der Trinkwasserversorgung dienen. Zusätzlich auch in Nationalparks und Naturschutzgebieten, wobei bei allen diesen Gebieten natürlich eigentlich die Frage ist, ob das nicht selbstverständlich sein sollte, weil dort zu fracken sowieso dem Schutzcharakter dieser Gebiete ja, diametral widerspricht. Und ein großer Kritikpunkt am Gesetzesentwurf ist auch noch, dass Tidegas-Fracking, also Fracking in Sandstein, weiterhin in Natura 2000-Gebieten erlaubt bleiben soll. Und ja, auch da ist eben ganz klar, dass der Schutzcharakter dann nicht aufrechterhalten werden kann. Ja, wie sieht es in Europa aus? In Europa ist die Situation so, Frankreich und Bulgarien haben ein generelles Fracking-Verbot erlassen. In Frankreich wurde das auch 2013 nochmal vom dortigen Verfassungsgericht bestätigt. Und es gibt einige Länder, die schon Vorstöße machen in Richtung Fracking. Also Polen, Großbritannien und Rumänien haben schon Probebohrungen durchgeführt. Und genau, also es ist so, dass auf EU-Ebene ja doch die Nationalstaaten ihre Energiepolitik selbst bestimmen. Das heißt, es kann also keine EU-weite gesetzliche Regelung für Fracking geben. Aber die EU-Kommission hat im letzten Jahr Mindeststandards für die Förderung unkonventioneller fossiler Ressourcen erlassen, die jetzt eben seit Oktober sich in der Evaluierungsphase befinden. Und zu denen kann man sagen, also sie sind generell zu schwach und sie sind vor allem nicht bindend. Das heißt, wie das bei nicht bindenden Regulierungen häufig so ist, haben sie eben auch keine große Wirkung. Die Umsetzung in den Mitgliedstaaten ist sehr gering, also wenige Staaten haben es überhaupt implementiert und auch da ist die Umsetzung mangelhaft. Diese Mindeststandards sehen eben letztlich vor, dass die Industrie sich selbst überwachen kann und ein Monitoring eben von staatlicher Seite findet also nicht oder nur sehr mangelhaft statt. Und das ist auch was eben in Deutschland stark kritisiert wird, denn es gibt ja schon diese 300 Fracking-Bohrungen im Sandstein und ein Monitoring über die Auswirkungen eben auf die Wasserqualität oder auf die Luftqualität hat nie stattgefunden. Und genau. Ja, dann komme ich noch zur Frage, was können wir in dem Kontext jetzt tun? Es gibt einmal eine
Kampagne der frackingfreien Gemeinden. Also es haben sich ja inzwischen schon knapp 2200 Kommunen und Städte in Deutschland gegen Fracking ausgesprochen, haben also ja verschiedene Resolutionen erlassen, dass sie eben Fracking auf ihrem Gebiet ablehnen. Und genau, die Gemeinde treiben wir unter anderem mit dem BUND, dem NABU und dem Deutschen Naturschutzring voran, um eben auch den breiten Widerstand gegen Fracking sichtbar zu machen. Und das hat eben insofern auch eine Relevanz, einmal als politisches Druckmittel, aber auch, weil ziviler Protest vor Ort halt immer ein finanzielles Risiko für die Förderunternehmen ist und auch schon in vielen Fällen dann eben dazu geführt hat, dass sich Unternehmen aufgrund dieser Risiken zurückziehen. Auf der Karte kann man sehen, welche Gemeinden sich daran beteiligen. Ja, da sind verschiedene Resolutionen genannt. Besonders bekannt ist die Korbacher Resolution, die eben von sehr vielen Gemeinden und auch Organisationen unterschrieben wurde. Und man sieht also vor allem in den potenziellen Fördergebieten haben sich da Gemeinden eben angeschlossen. Dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, sich selbst einfach zivilgesellschaftlich in dem Kontext zu engagieren. Eine Möglichkeit ist die Divestment- oder Fossil-Free-Bewegung, die jetzt auch immer größer wird. Auch in München gibt es ja jetzt eine Fossil-Free-Gruppe, der man sich anschließen kann. Ja, und Ziel der Bewegung ist eigentlich, den großen Klimakillern den Geldhahn zuzudrehen, also dass eben große Investoren ihre Investitionen aus Kohle, Öl und Gas abziehen und so einfach die fossile Industrie finanziell schwächen, eben unter der Prämisse des Zwei-Grad-Ziels, dass der Großteil der fossilen Reserven unter der Erde bleiben muss. Und genau, in dem Kontext wird oft die Carbon Bubble, also die Kohlenstoffblase genannt, eben die Tatsache, dass wenn diese Klimaziele wirklich konsequent politisch verfolgt werden, dass dann ein Großteil der Reserven, die die Ölindustrie in ihren Büchern stehen hat, eigentlich wertlos werden, weil sie nicht mehr ausgebeutet werden kann. Und bei der Bewegung geht es aber jetzt nicht nur um den finanziellen Effekt, der jetzt bisher sich noch in Grenzen hält, sondern vor allem aber auch um die Bewusstseinsveränderung, dass das einfach von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass, ja, dass die fossile Industrie wirklich großen Schaden anrichtet und dass sie eben auch wirtschaftlich inzwischen nicht mehr so rentabel ist, wie sie das mal war. Genau. Man kann sich natürlich auch ganz individuell damit auseinandersetzen. Ist vielleicht die eigene Bank ein Klimakiller? Also wer bei der Deutschen Bank ist oder bei der Hypovereinsbank oder der Commerzbank, bei dem ist das sicherlich der Fall. Und genau, da ist eben auch eine Möglichkeit, persönliches Divestment zu betreiben. Und wer sich dafür interessiert, der kann bei bankwechseljetzt.de mal nachschauen. Ja, weil das eben einfach so ist, dass die fossile Industrie auch finanziert werden muss und die Banken spielen da eben eine sehr große Rolle, zum Beispiel über massive Investitionen in Kohlekraftwerke, aber eben auch in Fracking-Vorhaben. Und ja, nicht zuletzt eben die Bewegung für Klimagerechtigkeit, was ja auch das Oberthema der Hochschultage ist. Und auch da gibt es eben Möglichkeiten, sich zu engagieren und nicht zuletzt am Sonntag eben auch auf die Straße zu gehen und dagegen zu protestieren, dass in der internationalen Klimapolitik, aber auch in der nationalen Klimapolitik so wenig passiert und das, was die Wissenschaft eben vorgibt, politisch bisher einfach noch nicht umgesetzt wird. Ja, vielen Dank. Das Gleiche machen die ja dort auch. Wie Sie gesagt haben, es kommt ja gar nicht mehr raus aus der Erde. Es ist zwar nur ein paar hunderttausend Meter oder so weiter unten drin, aber im Grunde ist es ja Müllverbringung in die Natur. Ja, das ist richtig, aber es ist eben als Stand der Technik
anerkannt und ist deswegen, also gesetzlich ist es einfach erlaubt. Und genau, es wird eben damit argumentiert, dass es in die Schichten eingebracht wird, aus denen dieses Lagerstättenwasser ursprünglich auch kommt. Und ja, die Risiken werden letztlich minimiert und es wird einfach Rücksicht darauf genommen, dass die Industrie ja darauf pocht, dass es eben keine besseren Entsorgungsmöglichkeiten gibt und dass letztlich einfach die anderen, also die Entsorgungsmöglichkeiten, die es gäbe, einfach nicht wirtschaftlich wären. Also ich wüsste jetzt von keinem Fall, dass jemand dagegen klagen würde, nee. Sowohl als auch. Also genau, es sind so. Genau, von der Relation her ist es zwar hauptsächlich Wasser und Sand, dennoch, genau, wie ich auch vorher schon gezeigt habe, können da 20.000 Tonnen reine Chemikalien durchaus drin sein, die eben in die Erde eingebracht werden. Also. Lagerstättenwasser ist ein Problem, was es auch bei der konventionellen Erdgasförderung gibt, genau, ja. Diese Abgrenzung, dass es Gebiete gibt, wo Fracking erlaubt ist und wo nicht, wegen diesen Wasserschutzgebieten etc., das ist doch eigentlich auch unklug, weil die Grenzen kann man gar nicht setzen. Die sind gar nicht auf, das sind auch noch 40 Kilometer noch wandert, diese Chemikalien und weiter und so fort. Das ist doch alles Blödsinn. Ja, das ist richtig. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, dass es eben neben diesen Gebieten erlaubt ist und sogar auch unter den Gebieten eben horizontale Bohrungen stattfinden dürfen und dass das natürlich genauso Risiken birgt, dass es dann dort eben diese Auswirkungen hat. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, nicht ganz verstanden, worauf Sie jetzt. Sie wollen gar nicht verstehen, Sie arbeiten doch für die Stadtwerke. Um Gottes Willen. Gut, also vielleicht kann ich an dieser Stelle nochmal anmerken, dass unsere Finanzierung hauptsächlich von Spendern und Fördermitgliedern getragen wird und wir also kein Geld von den Stadtwerken bekommen und ja, ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz verstanden, wie da so, also sozusagen, inwiefern wir uns jetzt da für die Interessen der Stadtwerke einsetzen. Wollen Sie mich überhaupt verstehen? Sie können es gerne vielleicht nochmal kurz versuchen, ansonsten können wir es auch gerne im Nachhinein vielleicht nochmal besprechen. Ja, gerne. Ja, ach so, ich hatte auch da drüben noch eine Meldung, glaube ich, die ich vorgesehen hatte, aber ja, dann. Müssen Sie nicht eigentlich auch sehr kritisch gegenüber der Landwirtschaft sein, wenn Sie dann sagen, Eintragung von Chemikalien in den Untergrund, weil Sie eigentlich sagen, von den Pestiziden sind eigentlich auch Biozide und andere Düngemittel sind sehr nitrathaltig, sage ich mal, und sind eigentlich direkt im Grundwasser. Ja. Ja, das ist richtig. Also wir sind tatsächlich auch sehr kritisch gegenüber der industriellen Landwirtschaft und fordern deswegen ja auch 100% ökologischen Landbau, um eben genau auch da diese Risiken zu vermeiden. Ja. Ja, eine Prämisse wäre für mich, vielleicht wissen Sie das, wie lange würde es überhaupt reichen, wenn man das macht? Es war
die Rede in der Literatur von 13 Jahren, würde das Erdgas länger reichen. Falls Sie da jetzt was Genaueres wissen, würde mich freuen. Aber gleichzeitig, das Überzeugendste war für mich das 2-Grad-Ziel, dass wir ja nicht aus der Erde noch das CO2 holen dürfen, wenn das in Millionen Jahren kondensiert ist, sondern eben aus diesem Grund auf völlig regenerativ umschwenken müssen. Aber das hätten Sie ein bisschen genauer halt untermauern sollen. Zum Beispiel ist das auch bei Benzol, Toluol und was alles in 100 Metern Entfernung in den Blättern ist, das haben Sie ja, das ist ja von den Baumaschinen, das haben Sie überall, wenn Sie ein Gebäude bauen. Also das ist jetzt so ein bisschen Broschüren-Niveau, ja, das überzeugt mich natürlich nicht. Und bei Wasser, da sollte Sie halt künftig die Quelle angeben, Benzol 6-fach übersteigende Grenzwerte. Da müsste, wir sind an der Universität, da müsste man natürlich schon gerne, welches Institut. Entschuldigung, da muss ich jetzt mal kurz unsere Referenten in Schutz nehmen. Das müssen wir gerne. Da, Entschuldigung, ja, nee, also bitte. Ja, ich hab's auch eh schon. Nee, wir, also, ja, so aber wenn Sie die Länge wissen, die Sie können Dauer. Gerne Ihre eigenen Ringvorlesungen veranstalten, aber ich bin auch nicht. Gut, also ja, vielleicht um Sie zu beruhigen, also wenn Sie Quellenangaben wissen möchten, dann können Sie gerne die von mir bekommen. Ich erwähne die nicht immer alle einzeln in meinem Vortrag. 3000 Meter unten ist, wäre ja interessant, ob da die Gefahr ist, dass nach oben doch was diffundiert. Aber es ist ja auch wieder enthoben, wenn man sagt, wir dürfen das sowieso nicht machen, weil nochmals CO2 aus der Erde zu holen, weil wir dann das 2-Grad-Ziel ja erst recht nicht erreichen. Das ist eigentlich das gewichtigste Argument. Da stimme ich Ihnen ja dazu. Das ist schön. Quantitäten gewesen, Millionen Tonnen und so weiter. Okay. Ja. Ja, genau. Also das sind tatsächlich unterschiedliche Studien, auf die sich das bezieht. Das erste, genau, das ist eine ja, bekannte und auch viel zitierte Studie, die eben davon spricht, dass 80% der Kohlereserven, 50% der Gasreserven, 30% der Ölreserven und damit insgesamt etwa 2/3 der bekannten fossilen Reserven unter der Erde bleiben müssen, damit wir eine 50-50-Chance haben, dass wir das 2-Grad-Ziel erreichen. Und wenn wir sozusagen die Wahrscheinlichkeit, die Sicherheit, dieses Ziel zu erreichen, erhöhen wollen, dann steigt sozusagen der Anteil, der unter der Erde bleiben muss, auf 80%. Und dann wäre sozusagen der Unsicherheitsfaktor nur noch 20%. Und das heißt, gerade die Divestment-Bewegung, die bezieht sich eben auf diese Studie, die einfach mit einer höheren Sicherheit für die Erreichung des 2-Grad-Ziels aber das sind einfach unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Prämissen. Und dadurch kommen eben diese unterschiedlichen Ergebnisse zustande. Und von welchen Instituten sind diese Berechnungen und Vermutungen oder Wahrheiten der Wissenschaft publiziert worden? Das müsste ich dann tatsächlich auch noch mal nachschauen. Ich kann jetzt mal kurz gucken, ob ich es hier in der Folie vermerkt habe, aber das kann ich Ihnen auf jeden Fall liefern, ja, genau. Können Sie so sagen, wie viele laufende Fracking-Vorhaben gibt es jetzt in Deutschland und weltweit?
Genau, also in Deutschland haben bisher etwa 300 Fracking-Vorhaben stattgefunden, also seit den 60er Jahren, wobei der Großteil schon so in den letzten Jahren bis 2010 dann stattgefunden hat. Und seit 2011 gibt es eben dieses de facto Moratorium, sodass jetzt aktuell eben keine Vorhaben stattfinden. Und weltweit, also für die USA ist es so, dass ungefähr jährlich 50.000 neue Bohrungen stattfinden. Also das sind ganz andere Größenordnungen. Und ja, für andere Länder, wo jetzt schon Fracking stattfindet, habe ich jetzt keine genauen Zahlen, aber so, um einen Eindruck zu haben, ja. Sie haben da die Erdbeben aufgeführt und das zeitlich unterschieden nach, ich weiß nicht mehr, vor 2006 und nach 2006. Gibt es da oder haben Sie auch irgendwas griffbereit, wo Sie die Korrelation machen zwischen den Orten, wo diese verstärkten Erdbeben passiert sind und wo Fracking passiert? Genau, das. Also ich habe gesehen, in Texas ist viel, Texas ist auch viel Öl, aber North Dakota zum Beispiel war da überhaupt nicht dran, dass er auch sehr stark mit Fracking ist. Und dass da also sehr leicht was vermischt wird. Ja, genau, also Fracking ist tatsächlich auch nicht die einzige Ursache, aber doch die Korrelation zwischen diesem rasanten Anstieg und eben der Erdgasförderung mit Fracking, die wurde eben in Studien nachgewiesen. Auch zum Beispiel für Oklahoma gab es da spezielle Studien. Genau. Aber insgesamt sind die Amerikaner da in der ganzen Sache wesentlich, ich sage mal, der Ärgste, weil in Bakersfield beispielsweise in Südkalifornien ist das, da gibt es also praktisch noch kein Fracking, weil das Öl einfach so aus dem Boden rauskommt. Trotzdem haben die da genau die gleichen Grundwasserprobleme, weil die also ganz normal mit dem Vorabwasser das halt lieber bloß ins Grundwasser runterpumpen, weil das nicht so tief wie die Tiefenlagerstätten, das ist billiger. Mhm. Ja, das ist. Also es ist zumindest so, dass auch bei der konventionellen Öl- und Gasförderung die Probleme teilweise genauso bestehen. Das ist richtig, ja. Es gab letzte Woche eine Sendung vom Deutschlandfunk über Erdbeben in den USA, die von amerikanischen Geologen durchgeführt wurde. Und die haben sich um den Faktor 200% gesteigert und auch die Intensität hat sich gesteigert. Holland, in dem größten Erdgasfeld Holland, wird die Produktion um über 20% zurückgefahren, weil die Bergstürze zunehmen und sich damit die Intensität auf der Richterskala auch erhöht. Und die fünf Bergstürze in der Größenordnungszahl von 5,6. Das wird immense Schäden an den Bäumen bedeuten. Ja, richtig. Danke. Hier vielleicht noch eine Ergänzung zum Abschluss, dass alle auch sehen, dass wir wirklich was erreichen können. Die Divestment-Bewegung in Deutschland hat schon einiges erreicht. Also zum Beispiel ist die Stadt Münster seit letzter Woche oder vor zwei Wochen jetzt komplett ausgestiegen oder hat den Entschluss gefasst, alle Finanzen der Stadt den Fossilen zu entziehen. Und auch die Allianz, die hier noch korrekterweise sehr schwarz angemalt war, die seit gestern hat sie auch entschieden, sich dort zurückzuziehen. Und es sind doch immerhin 4 Milliarden Euro, die jetzt da rausgehen. Und also schaut, macht mit und lasst uns schauen, dass auch die Deutsche Bank und all die anderen dort die Geld rausziehen. Ja, danke. Ich konnte es jetzt gerade nicht verstehen, leider. Danke. Danke. Ja, gibt es noch Fragen oder Kommentare? Ja. Genau, also es wird erstmal
bei der Landesbergbehörde eine Aufsuchungsgenehmigung beantragt eben, die das Unternehmen dann befähigt, quasi in dem Gebiet, was bewilligt wurde, nach Kohlenwasserstoffen zu suchen, sozusagen. Und genau, und erst im zweiten Schritt gibt es dann eben die Fördererlaubnis, die dann wirklich konkret die Erdgas- oder Erdölförderung dann eben möglich macht. Ja? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so genau, also inwiefern es da umfassende Sanierungskonzepte gibt. Weil es jetzt einfach sozusagen noch nicht so in dem Maß wie in den USA ein Thema war. Aus den USA weiß ich aber, dass es da oftmals sehr lange dauert oder auch nur sehr mangelhaft durchgeführt wird. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, bedanke ich mich bei der Frau Hu für den. Ja, danke auch.